Ja, viel Freude bei den nächsten 40 Spielminuten. Mal sehen, wer hier den ersten Schritt in Richtung Pro B unternehmen kann. Ja. Grünlo sichert den ersten Ball für Kevin Smith. Er sortiert seine Truppe. Blackman gleich auf dem Weg zum Korb. Viel Kontakt, aber sehr viel Körperkontrolle. Erste Führung. Wirklich gut herausgearbeiteter Wurf der Gäste. Grünlo auf dem Weg zum Korb. Gut bedient von Smith. Mittlerweile hat der erfahrene Kevin Smith das junge Rudel super unter Kontrolle. Setzt die Mitspieler prima ein. Sean Blackman, Dreier aus der Corner. Pass auch noch, fällt glücklich. Führung bei 11:2 angekommen. Der Druck nimmt zu. Da ist der Stil von Leo Allmann. Fastbreak abgeschlossen. Ja, der Tegilian 1 gegen 1 gegen Ilou. Da ist viel Kontakt. Der Ball ist drin. Die Chance zum Advance ist da. Oh, sollte er lassen. Malte Gilian ist natürlich schön, ein bisschen positive Energie muss man aber nicht am gegnerischen Spieler auslassen. Da kann man sehen, das gibt nämlich genau die Reaktion, die der Lette Stikuz dann auch gezeigt hat. Oyen bei Leo Alban. Osakur wieder in 1 gegen 1. Da ist er wirklich sehr stark. Kaum vom Ball zu trennen. Ja, man verlässt sich auf Kevin Smith, er wird schon machen, er macht es auch. 1 gegen 3 macht er es. Ja, und da hat man schon den Stil. Schnell und überfallartig schließt Noah Yen per Dunking ab. Asta startete wie die Feuerwehr. Ja. Van Hein, bisschen glücklich übers Brett, aber der passt. Nächste Chance für die Tigers hier auszugleichen. Da wird Johann Grünlo aktiv per Block. Das ist seine Paradedisziplin. Durch zwei durch. Ball läuft ganz nach außen. Tim Insinger. Jetzt stellt er unter Beweis, dass der Dreier zu seinem Repertoire gehört. Poles gewinnt diesen Ball zurück. Kevin Smith macht gleich Dampf. Nimmt ihn außerhalb Distanz. Coles wollte das Offensivfoul. Ja, schnelle Hände haben sie. Osakua, Fastbreak, Dunking. Vorsprung des Heimteams schmilzt auf ein. Insinger mit dem nächsten Dreierversuch. Sieht sauber aus. Sitze hier in der Einflugschneise dieses Dreiers. Auch dieser passt nicht. Milou spielt nochmal raus. Alban. Verliert den Ball. Kevin Smith ganz schnell im Vorwärtsgang. Macht er sehr stark gegen Quilou, den er fast überläuft. Am Ende steht er aber noch vor ihm. Dann gehen die Hände runter. Hier kann man es ganz gut sehen. Was die Foul belastet. Rastana. Guter Vektorpass. Leo Alban sagt Dankeschön. Den Ball. Ilou auf Alban. Er verzögert. Geht zum Brett. Seinerseits die Chance zum End-One. Denkt Noah Jänen das erste Foul an. Das war der Ausgleich. Rickard Lejean auf Kevin Smith. Der gegen Lions zum Brett zieht. Macht das ganz klasse. Legt locker ab. Kevin Smith wieder auf dem Weg zum Korb. Ganz schwieriges Ding hinterm Kopf, ohne Blickkontakt zum Ring. Macht dann trotzdem rein. Schmeißt ihn eigentlich nur noch weg. Ja, Ratua 1 gegen 1 gegen Blackman. Im Rückwärtsfallen trifft er. Ganz schwierigen Wurf. Ja, Ratua macht das sehr abgeklärt. Tip-in von Quilou. Und da gibt es eine Auszeit.
Ja, Kevin Smith wieder gegen alle. Gegen vier hat er sich, glaube ich, hat das jetzt aufgenommen. Ja, 1 gegen 1 gegen Vlahovic. Nimmt er nicht. Ja, dafür versucht Kevin Smith den Dreier gegen den doch athletischeren Osakur, der ihn auch gleich wegblockt. Ja. So läuft es nicht für Rasta. Im Gegenteil, so läuft es für die Tigers. Osakur mit den Punkten 18 und 19. Die Führung bei 7. Noyen, Dreier aus der Ecke. Ja, da passt mal einer. Wurde auch allerhöchste Zeit aus Sicht der Gastgeber. Noyen im 1 gegen 1 gegen Leo Alban verliert er den Ball. Er ist mehr die Ballkontrolle, dann den Ball. Kevin Smith macht da keinen Fehler, noch dazu zu faulen. Coles geht durch. Führung wieder bei 3. Hier der Versuch, dass er es wohl richten muss. Blackman, die zweite Option, die es richten kann. Macht es ein bisschen kompliziert, aber macht es erfolgreich. Ja, gleich. Leo Alban, rein, raus und dann von der Dreierlinie und der passt. Das hilft natürlich. Kevin Smith versucht es wieder alleine. Noah Jänen. Wenig Kontrolle. Jetzt läuft der Ball wenigstens mal. Jetzt gibt es auch einen offenen Dreier für Kevin Smith. Und dann passt er auch gleich. Ist nichts dazugekommen. Johann Rühlow täuscht den Wurf an. Dann nimmt er den schweren übers Brett. Der passt. Wieder ein Punkt. Oder offensiv den Ball schnell zu bewegen. Alban. Ja. Sehr einfach. Und relativ schlecht verteidigt von Rasta. Hallensprecher versucht, die Halle wieder reinzubringen ins Spiel. Kevin Smith schafft das auch über sehr seltenen Dreier. Immer fallen. Kevin Smith jetzt bei 26 Punkten. Ja, jetzt beide Fanlager aktiv. Ball raus. Lilou zum Korb. Geht oben. Gut abgeblockt. Nach knapp 3,5 Minuten. Und einem ausgeglichenen Spielstand. Ja. Oh, Tim Inn hat Malte Gillian lange überlegt, was er macht. Dann hat er aber die richtige Entscheidung getroffen. Geht nochmal zum Brett. 2 Punkte vor für Rasta. Während dann nochmal rüber. Insinger nimmt den Ball aus der Halbdistanz, trifft ihn nicht. Aber Marshawn Blackman sehr aufmerksam am offensiven Brett. Diesmal fischt er einen ab, macht ihn und kriegt die Chance zum End-One. Auch noch ohne Foul-Probleme hat er es 1. Osakur versucht es jetzt auch im 1 gegen 1. Ja, kommt aber nicht so leicht durch. Hat aber trotzdem noch einen Ausweg gefunden. Soll es wieder richten. Nimmt einen großen Umweg. Dann der Ball raus. Marshawn Blackman wird wieder geblockt. Es ist nicht mehr viel. 3 Sekunden, 2 Sekunden. Foul. Und jetzt gibt es Freiwürfe für Blackman. Oh, das war ungünstig. 1,1 Sekunden vor Spielende macht Lions der Kapitän sein 4. Foul. Schickt Marshawn Blackman an die Freiwurflinie. Nee, nicht zu viel. Der Pass auf. 2 vor. Jetzt gibt es Auszeit. Auszeit der Gäste. So. Oh, Einwurf. 1,1 Sekunden. Was passiert? Der Ball ist oben bei Leo Alban, der schmeißt ihn ganz weit hoch. Passt an die Hallendecke, das passt nicht. So schafft Rasta mit Ach und Krach, mit Mühe und Not, 1,70 zu 68 im ersten Playoff-Finalspiel.